Es gibt wohl kaum ein Sicherheitsgesetz, das so umstritten ist wie der Staatstrojaner. Doch warum eigentlich? Das werdet ihr in dem heutigen Selbstexperiment merken. Ich habe mir meinen eigenen Staatstrojaner gebaut und ihn auf mein Handy gepackt und ich will euch das Beste oder auch für mich Schlechteste eines Tages quasi zusammenschneiden. Doch tatsächlich ist das Experiment so problematisch geworden, dass ich mich dazu entschlossen habe, es etwas zu entschärfen. Ich will, kann und darf, das hat zumindest mein Anwalt gesagt, euch nur Ausschnitte davon zeigen. Aber vertraut mir, die sind trotzdem schlimm genug. Warum? Das erfahrt ihr hier. Um mich selbst ein wenig auszutricksen, habe ich den Tag randomisiert, an dem der Trojaner sich aktiviert. Das heißt, ich wusste tatsächlich nicht, welcher Tag es genau wird. Ich hatte quasi eine Woche zur Auswahl und mein Trojaner hat sich halt an einem der Tage zufällig aktiviert. Dadurch wollte ich ein etwas natürlicheres Verhalten produzieren und nicht die ganze Zeit daran denken. Doch ich bin ehrlich mit euch, natürlich ändert man instinktiv sein Verhalten, sobald man sich beobachtet fühlt. Vor allem, wenn man weiß, dass das Video vielleicht von 100.000 Leuten gesehen wird. Ja, ich bin optimistisch, dass das Thema vielleicht irgendwann doch mal mehr Menschen juckt. Da ich sowieso etwas zur Paranoia neige, was Überwachung angeht, verhalte ich mich ohnehin schon etwas vorsichtiger, was die ganzen Überwachungsfunktionen, also Kamera, Mikrofon etc. angeht. Und trotzdem war das hier echt schwierig für mich, beziehungsweise wahrscheinlich genau deswegen. Aus technischen Gründen sind auch die Funktionen meines Trojaners etwas limitiert. Ich kann die Kamera anzapfen, sowohl vorne als auch hinten. Es entstehen dabei haufenweise unvorteilhafte Fotos, wenn man nicht darauf achtet, wie man aussieht. Brace yourselves. Auf die Apps selbst habe ich aber keinen Zugriff, das verbietet Android. Das heißt, ich kann nicht einfach WhatsApp komplett auslesen oder Telegram komplett auslesen. Das geht einfach nicht. Aber was ich machen kann, ist, ich kann den Bildschirm aufnehmen und dadurch quasi alles mitlesen. Selbstverständlich kann ich das Mikrofon aufnehmen, auch die Sensoren darf ich dann auslesen und ich weiß also dadurch permanent, wo ich bin, was ich sage bzw. was in meiner Umgebung gesagt wird, was ich sehe und sobald ich das Handy in die Hand nehme, natürlich auch mich nehme ich dann auf. Und ansonsten nehme ich halt die Decke auf. Wie viele rechtliche Verstöße ich allein damit schon begehe, ist mir erst beim Schnitt wirklich bewusst geworden. Wenn wir uns unbeobachtet fühlen, machen wir Dinge, die wir vor laufender Kamera nicht machen würden. Ich beispielsweise singe ganz gerne mal mit, wenn Musik läuft. Und bei mir läuft Musik fast immer, wenn ich nicht schneide oder aufnehme. Doch das Problem ist, ich darf euch hiervon nicht wirklich was zeigen, zumindest keine längeren Ausschnitte, denn YouTube meckert zu Recht über das Urheberrecht. Hier auf Musik zurückzugreifen, die copyright-frei ist, wäre ja nicht wirklich natürlich gewesen, oder? Die höre ich ja nicht in meiner Freizeit. Das macht das hier leider schon recht schwierig, da ich haufenweise Urheberrechtsverletzungen begehen würde, wenn ich das hier hochlade und dadurch kann ich quasi gestrikt werden. Das nächste Problem ist aber deutlich schlimmer. Ich hatte an besagtem Tag zwei geschäftliche Meetings und zwei geschäftliche Telefonate. Das erste Meeting war mit einer Studentengruppe, die mich interviewen wollte, das zweite mit Daimler, für die ich Kurse gebe. Und wisst ihr was? Ich kann euch kaum eine Sekunde des Contents zeigen, weil ich euch sonst vertragliche Geheimnisse preisgeben würde. Ja, eben, aber wenn ihr sowas braucht, dann sagt ihr mir da einfach Bescheid, dann kriegen wir das hin. Wahrscheinlich wird es in die Richtung laufen, dass wenn ich das soweit habe, dass ich es dann aufteile. Was die Telefonate angeht, wäre das auch so gewesen, aber leider hat mein Trojaner einen Bug gehabt. Sorry, da hat die Aufnahme nicht funktioniert. Ich habe einfach quasi nur die Decke aufgenommen. Sorry, ich hatte nicht so viel Zeit zum Testen, okay? Doch es wird einfach nicht besser. Ich beantworte regelmäßig am Handy auch E-Mails und private Nachrichten. Auch hier kann ich, beziehungsweise in dem Fall will ich euch kaum etwas davon zeigen, denn die Nachrichten werden mir im Vertrauen von euch zugeschickt und sobald konkrete Informationen drinstehen, Usernamen oder sonst irgendwas, will ich das nicht mehr zeigen, denn das betrifft nicht mich, sondern auch meine Kontakte. Wenn ich aber mit diesen Informationen nicht an die Öffentlichkeit gehen kann, warum sollte dann ein Beamter diese Sachen wissen oder sehen dürfen? Hier ein weiteres Beispiel. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Aber ich möchte nicht, dass sie in diesem Video zu sehen ist, ebenso wenig wie sie zu hören sein soll. Daher habe ich alles, was nicht mich alleine betrifft, hier komplett rausgeschnitten. Und stellt euch vor, viel übrig bleibt da nicht mehr von dem Material.
Dazu kommen wir aber gleich. Davor lasst mich euch noch eine Frage stellen. Sollte der Staat wirklich Leute überwachen dürfen, vielleicht in ihren höchstpersönlichen Bereichen, wie zum Beispiel unter der Dusche filmen, nur weil Mitbewohner auf einer Liste von potenziellen Gefährdern stehen? Ich kann das nicht mal mit mir vereinbaren und das Video hier ist auf freiwilliger Basis entstanden. In Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der Staatstrojaner missachtet meiner Meinung nach dieses Gesetz. In meinen Aufnahmen sind solche Bilder entstanden. Direkt nach dem Aufwachen, verpeilt am Kommentare lesen oder sogar auf dem Klo. Ich achte darauf, dass wenn ich dusche, keine Kamera mich filmen kann, aber seid ihr euch sicher, dass wenn ihr mit eurem Partner gerade intim seid oder auch wenn ihr mit euch selbst intim werdet, keine Kamera läuft? Ich denke nicht. Ich habe schon einige E-Mails bekommen von Zuschauern, die meinten, sie werden von Erpressern angeschrieben, die sie beim Masturbieren über die Webcam gefilmt haben. Natürlich vieles davon auch Fake. Das ist aber trotzdem gemäß Strafgesetzbuch § 201a der sogenannte höchstpersönliche Lebensbereich. Den zu missachten bringt bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe mit sich. Im krassen Widerspruch dazu steht der Anbau oder Handel mit zum Beispiel Cannabis in nicht geringen Mengen, also 6 Gramm oder mehr, je nach Bundesland. Darauf stehen bis zu 5 Jahre Gefängnis. Warum ich dieses Beispiel nenne? Naja, 2019 wurde der Staatstrojaner nicht hauptsächlich für Terrorschutz oder gegen Kinderschänder eingesetzt, sondern zu knapp 40%, genauer gesagt in 8.624 Verhandlungsfällen von insgesamt 21.774 Fällen wurde der Staatstrojaner wegen Betäubungsmittel eingesetzt. Friedens-, Hoch- und Landesverrat waren nur 531 Verhandlungen. Das entspricht ca. 2,4%. Doch sei es drum, nehmen wir an, ich bin ein Verbrecher, der seine Rechte komplett verwirkt hat. Was nach Einsatz des Staatstrojaners durchaus nicht immer so ist. Nehmen wir es trotzdem einfach mal an, dass das jetzt so ist. Dann kommen da trotzdem noch die Nachrichten, Fotos, Aufnahmen, Videos der Menschen an die Strafverfolgungsbehörden, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Wer von euch hat schon mal das Handy vielleicht so gehalten, dass man beim Duschen die Freundin hätte aufnehmen können? Das verletzt nicht die Rechte des Straftäters, sondern die des Umfelds genauso oder sogar noch mehr. Das sind die Leute, die ich oder die Aufnahmen, die sogar ich hier rausgelassen habe. Was noch viel schwerer wiegt, ist das folgende Problem. Wie kommt der Staatstrojaner auf euer Handy? Mit Sicherheitslücken, die dann exploitet werden. Das Problem ist nur, diese Sicherheitslücken sind nichts, was nur der Staat ausnutzen kann. Sie sind für jeden Hacker, der sie irgendwie kennt, ausnutzbar. Es ist nicht so, als würde die Polizei vorbeikommen und euch eine App zwangsinstallieren und ihr könnt dann einfach ein anderes Handy benutzen. Nein, jeder Hacker kann diese Sicherheitslücken ausnutzen, wenn er sie kennt. Das bedeutet, es wird daran geforscht, wie Hacker in eure Handys eindringen können, nur um diese Lücken dann wie ein echter Hacker auszunutzen. Darauf stehen übrigens auch eigentlich bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass andere Hacker eure Handys einfach übernehmen können, sobald sie die Lücke kennen. Das heißt, alle Menschen, auch die, die überhaupt nichts verbrochen haben, werden vom Staatstrojaner in Gefahr gebracht. Nehmen wir einfach an, ich kenne diese Lücke. Ich könnte also eure Smartphones übernehmen. Für einen Black Hat Hacker ist das das absolute Paradies. Und hier kommen wir zu den Leuten, die immer meinen, sie haben nichts zu verbergen. Ihr habt durchaus was zu verbergen. Und das möchte ich euch hier ganz kurz zeigen. 5 Sachen sozusagen. Den ersten Punkt hatten wir vorhin schon. Ich könnte euch in sehr intimen Momenten aufnehmen und euch erpressen. Bezahlt ihr, bekomme ich das Geld. Wenn nicht, dann stelle ich eure Nacktvideos ins Netz. Es gibt ganze Telegram-Gruppen voll mit Revenge-Porn. Ich möchte nicht wissen, wie viele davon tatsächlich Hacking-Opfer sind. In den Kanälen werden pornografische Inhalte veröffentlicht. In der Beschreibung des X-Frauen-Kanals heißt es, man sei gegen Kinderpornografie und würde rechtlich dagegen vorgehen. Na, immerhin etwas. Doch das ist nur der Anfang. Über Handys werden mittlerweile auch viele Zahlungen abgewickelt. Kreditkarten abzufilmen ist mit einem solchen Trojaner wirklich ein Kinderspiel. Und gut, bei mir ging das an diesem Tag natürlich nicht, weil ich nur den Trojaner einen Tag auf meinem Handy drauf hatte, beziehungsweise aktiv hatte.
Aber normalerweise hat man das ja nicht. Normalerweise sind das mehrere Monate, wo das Ding unbemerkt bleibt. Ist man ein bisschen frech, kann man sogar Mehrfaktor-Authentifikation für PayPal oder Kreditkarte ohne Probleme abfangen und umgehen, genauso wie all eure Passwörter auslesen. Ich habe ja aber auch Zugriff auf das Mikrofon und die Sensoren. Ich könnte also völlig ohne Probleme herausfinden, wann du, das Opfer, nicht zu Hause bist und Einbrüche planen. Nach und nach kann man die Person dann ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Und ja, natürlich, die Nachbarn könnten ja Verdacht schöpfen und die Polizei rufen. Aber wenn man einige sehr intime Geheimnisse kennt, die man mal über das Mikrofon ausgeplaudert hat, zum Beispiel. Das ist keine. Die Story ist scheiße. Das guckt niemand an, das weiß jeder. Wenn ich eine Ransomware. Fuck. Dann glaubt jeder Nachbar, denke ich mal, dass man die Person, also das Opfer, besser kennt als die eigene Frau. Also wirkt das Ganze sehr glaubhaft und niemand würde die Polizei rufen wegen einem Freund, der mal nach den Katzen oder nach den Pflanzen sieht. Wer es nicht nur auf euer Geld abgesehen hat, kann hier aber noch durchaus ein Stückchen mehr machen und euch komplett psychisch zerstören. Finanzielles haben wir ja schon gesehen, intime Momente online stellen, der Polizei vielleicht Dinge mitteilen, die man im Scherz gesagt hat, völlig aus dem Kontext gerissen, Kontakte mit falschen Informationen füttern, ihr kennt die ganze Palette aus meiner Reaction zum Video über Cybermobbing. Macht doch sowieso keiner bei euch. Okay, wie wäre es dann mit dem Verkauf eurer Daten von einer relativ sensiblen App? Zum Beispiel eurer Krankenkassen-App. Oder vielleicht noch besser, wie wäre es mit einfach direkt Identitätsdiebstahl? Habt ihr schon mal vom Fall Mario Schmidt gehört? Ihm wurden seine Ausweisdaten und einige Videos gestohlen und in seinem Namen wurde eine Bitcoin-Firma in Peru aufgemacht. Nachdem sie 500 Millionen Euro von Investoren eingesammelt haben dort, sind die Täter einfach abgehauen und die Schuld wurde Mario Schmidt in die Schuhe geschoben, obwohl er nicht mal was von der Firma wusste. Aktuell sieht es so aus, dass er mittlerweile weltweit gesucht wird, obwohl in Deutschland seine Unschuld bewiesen wurde. Die Leute sind so stinksauer, er kann Deutschland nicht mehr verlassen. Alles wegen einigen Hackern. Warum sollte man diesen Leuten freiwillig Zugriff auf sein Telefon geben? Warum sollte man eine gefundene Lücke nicht sofort reparieren, wenn man sie findet, und damit Millionen Menschen eben in Schutz nehmen, wenn man sie eben repariert und nicht selbst ausnutzt? Die Gefahr ist ja durchaus auch in der Politik bekannt. Immerhin hat Frau von der Leyen zur Sicherheit alle ihre E-Mails gelöscht. Wer immer noch denkt, er oder sie habe nichts zu verbergen, den fordere ich hiermit auf. Ich möchte, dass ihr unter dem Hashtag Selbsttrojaner ein Foto von euch veröffentlicht, auf dem ihr entweder gut sichtbar auf dem Klo hockt, ein Video, wie ihr gerade furchtbar ein Lied mitsingt oder sonst irgendwas richtig hart peinliches. Und zwar öffentlich auf Social Media und ich möchte, dass ihr mich darauf taggt. Aber bitte, ich will nicht, dass ihr euch selbst in Gefahr bringt, das heißt bitte keine wirklich sensiblen Bilder und schon gar nicht von jemand anderem, okay? Ganz besonders möchte ich aber diese Bilder von den Menschen sehen, die immer wieder für diese Gesetze stimmen und sie vorantreiben. Ich bin vor allem nach diesem Video davon überzeugt, dass der Staatstrojaner gegen den ersten Artikel des Grundgesetzes verstößt, nicht nur bei der Person, die den Trojaner hat, sondern auch bei den Personen, die dem Gefährder nahestehen. Das ist mir spätestens beim Schnitt von diesem Video glasklar geworden. Das Material ist mittlerweile selbstverständlich gelöscht und zwar so, dass es niemand mehr wiederherstellen kann, doch ich weiß, dass ich in Zukunft noch vorsichtiger mit meiner Wanze umgehen werde. Was die einzelnen Parteien zum Staatstrojaner sagen und noch vieles mehr erfahrt ihr in einem anderen Video auch noch. Ich bin jetzt erstmal zu Hause im Gaming-Urlaub sozusagen, denn so allmählich wird es mir definitiv zu viel, ständig für mein Recht kämpfen zu müssen. Ihr könnt aber in der Zeit auch etwas tun, denn ich habe meine Zweifel, dass ihr schon alle meine älteren Videos gesehen habt, also haut da rein und wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr auch noch gleich die Glocke euch mitgönnen, dann gibt's direkt eine zusätzliche Push-Benachrichtigung fürs nächste Video, wenn ich wieder da bin. Macht's gut, euer Morpheus.